Ahoi, ihr Landratten und Kielschweine. Willkommen zurück bei World of Warships. Noch ein weiteres Match mit der Orlan. Und wir springen dann gleich ins Match weiter rein. Überspringen ein bisschen das Vorspiel, wo ich also einfach zu meiner Position fahre, ein bisschen mich absetze von allen anderen und dann aber doch relativ gut schieße. Das wollte ich euch mal zeigen. Ihr seht ja auf der Minimap, ich bin auf, ja, in unserer Flotte an der rechten Flanke und entschließe mich dementsprechend auch dann rechts, um diese Inselgruppe herumzufahren. Es ist nicht immer die beste Idee, einfach geradeaus ins Zentrum reinzufahren. Das mal gleich gesagt. Das ist auch eine Lektion, die man ziemlich schnell lernt. Besonders wenn es da gegen menschliche Gegner geht. Und hier sind wir schon unterwegs. Ihr seht, ich bin da fast alleine auf weiter Flur. Und habe hier vier gegnerische Schiffe in Reichweite oder Sichtweite. Und ja, los geht's mit Schießen. So, ihr seht, ich habe inzwischen gelernt, zwischen meinen Salven immer mal und das beherrsche ich jetzt ein bisschen besser als vorher. Ja, obwohl ich auch hier dann drauf bleibe. Aber immer wieder gucken, was machen die anderen Schiffe, was machen die anderen Gegner, wo sind die, ja, durch den rechts mit dem die Insel geschützt. Der kann nicht direkt auf mich schießen, solange ich hier den ersten Gegner unter Beschuss. Jetzt ist es soweit, jetzt kann ich den zweiten Gegner unter Beschuss nehmen. Der erste ist aber gerade dabei, hinter dieser Insel zu verschwinden. Also Zielwechsel und Lauf. Erstmal genau, wo man hin will und dann auf geht's. Dann wird auch getroffen. Jetzt haben wir hier mit der Breitseite. Ich bin auch mit der Breitseite unterwegs, also Breitseite gegen Breitseite. Naja. Na, und ihr seht, ich habe auch schon ein bisschen was eingesteckt. Das ist hier meine, ja, meine Havarietruppe, um den Schaden schnell zu beheben. Er verpasst mir allerdings sehr schnell noch ein zweites Ding, was ich dann nicht reparieren kann. Ja. Kollisionsalarm hier, der Insel ausgewichen, gedreht, damit wir ihn wieder unter Feuer nehmen können. Das Schiff ist gedreht, dass ich also auch meinen Heckturm ins Spiel bringen kann. Ohne jetzt ganz auf meine Seite zuzudrehen. Das muss ich aber, weil ich hier hinter der Insel vorbeikomme. Es lohnt sich immer wieder aus dieser Zoom-Ansicht rauszugehen und zu schauen. Mal gucken, was so die anderen machen. Das bewahrt einen vor Überraschungen. Er wird jetzt auch von befreundeten Schiffen unter Beschuss genommen. Da habe ich ihm einen weggehauen, wenn ich das sehe. Und meine Kameraden sind hier auch fleißig am Berg und versenken die gegnerischen Schiffe, sodass wir also schon in der Überzahl sind. Da habe ich nochmal einen Ausfall. Da war sein Maschinenraum getroffen. Das sieht man daran, dass seine Schornsteine brennen. Das heißt, er ist jetzt sehr langsam. Ich brauche weniger Vorhalten und kann ihn also jetzt unter Beschuss nehmen. Und hoffentlich dann auch bald versenken. Und ich habe jetzt auch Panzerwechsel geschaltet. Und dann noch Breitseite zu dreht, ob ich da durchkomme durch die Panzerung oder ob ich abfalle. Das ist jetzt ein schlechter Mittel für Panzerbrechende, deswegen wieder auf die Sprenggranaten zurück. Irgendwann wird er weg sein. Da kommt dann schon auch der nächste Gegner ins Bild, auf den ich dann gleich mein Feuer wechseln werde. Der hier erstmal fertig ist. Vielleicht kann man nochmal ein Rad gesetzt. Auch noch ein bisschen. Gleich müsste jede Salve müsste jetzt direkt sein. Ja, aber er kriegt immer noch, er hält immer noch, er schwimmt immer noch. Mein Gott. Aber er ist Armband und ziehe gleich auf den gegnerischer Kreuzer zerstört. Da sehr dicht an einem befreundeten Schiff dran ist, das sogar gerammt hat und deswegen stillspielt. Da erkennt man daran, dass der Rauch senkrecht aus dem Schornstein rauskommt. Deswegen gleich die Panzerbrechnerkanaden und die bzw. unter die Tore gezielt. In der Hoffnung, das Panzer zu durchfahren und sein Magazin zu explodieren zu bringen. Gegnerischer Kreuzer gesunken! Da haben wir ihn
Phase fertig gemacht. Und haben wir noch ein Ziel in Reichweite? Nein, erstmal nicht. Deswegen erstmal durchatmen, bevor wir hier wieder unter Beschuss genommen werden. Ja, und auch gleich schwere Treffer hier abkriegen. Aber ich hätte jetzt hier abdrehen können, versuchen können abzudrehen. Aber ich bin noch so im Blutrausch, dass ich den unbedingt noch unter Feuer nehme. Vor allen Dingen, weil er gerade seine Breitseite zudreht. Aber dann ist ein Kollege halt schneller. Ha, so weit, so gut. Mit Glück, muss man sagen, überlebt. Ja, ich war ja zuletzt auf sehr wenig Gesundheit. Aber es hat trotzdem noch gereicht. Ganz abgesehen davon, dass natürlich das Team gewonnen hat. Und ich hoffe mal verdientermaßen der erste Platz in der Teamwertung. Und der ausführliche Bericht. Jetzt wird es interessant, weil ich sehr gut geschossen habe. Für jemanden, der noch weniger als 100 Spiele auf dem Buckel hat. Na, wenn man guckt, ungefähr die Hälfte von meinen panzerbrechenden Granaten haben getroffen und ungefähr, ja, mehr als die Hälfte von meinen Sprenggranaten. Also eine Trefferquote von über 50%. Das ist schon mal recht gut für so einen Anfänger. Na, schauen wir mal. Zweimal habe ich ihm den Antrieb lahmgelegt und einmal die Steuerung. Na, da habe ich ihm also viel ins Heck reingeschossen und beim anderen habe ich leider nichts außer Funktion gesetzt, aber ihn trotzdem versenkt, weil ich auch so den letzten Beitrag dazu geleistet habe. Doch viel Schaden gemacht. Und der letzte noch, die Hermelin, da habe ich halt immer ein bisschen Schaden angerichtet. Versenkt wurde er von jemand anderem. Weiter geht's mit einem anderen Schiff. Erstmal hier nochmal Blick auf die Statistik. Ich empfehle, dass man die vier Kreuzer, die man am Anfang hat, dass man die alle erstmal in Koop-Matches hochspielt bis zu einer Schiffs-EG von ungefähr 5000. Dass man da einfach Erfahrung sammelt und erst dann sich um den Rest kümmert, dass man forscht und Kapitänspunkte macht und so weiter. Und in Random Battles reingeht. Wir sind mit einem amerikanischen Kreuzer unterwegs, auch wieder sozusagen die Erstausstattung. Den Anfang des Matches übersprungen, es geht um Herrschaft und ich will mich um den Punkt A kümmern und sehe aus dem Augenwinkel da unseren Zerstörer mir ein bisschen zu nahe kommen, deswegen hart Ruder gelegt, um auszuweichen. Er kriegt das dann auch mit, dass er mir ein bisschen zu nahe kommt und fängt auch an abzudrehen. Und ich muss aber dann auch gleich wieder Fahrt rausnehmen, ein bisschen, und dann in die andere Richtung Hardruder legen, damit ich dem Eisberg vor mir ausweiche. Ne? Und wie es so schön passt, es kommt immer alles auf einmal. Jetzt sind dann auch plötzlich die Gegner in Reichweite. Aber ich stehe recht gut da vom Schiffswinkel her, habe freie Fahrt voraus, wenn ich da nicht gerade unseren Zerstörer noch über den Haufen fahre. Und kann hier schon mal das Feuer auf den ersten Gegner eröffnen. Und guck mich zwischendurch immer wieder um, solange meine Geschütze nachladen, was in der Gegend passiert. Zwar nicht jedes Mal, aber immer wieder gucken wir mal so, was macht der Zerstörer, wie ist mein Kurs. Ja. Und da haben wir ein, ja, ich sag mal, besseres Ziel, deswegen nehmen wir jetzt diesen Kreuzer unter Beschuss, vor allen Dingen, weil der auch schon von einem Kollegen, nämlich von dem Zerstörer, mit angegriffen wird. Und zu zweit kämpft man so ein Schiff natürlich leichter nieder. Da haben wir meinen ersten Treffer, glaube ich. Und ja, schauen wir mal. Jetzt habe ich ihn drin. Ne? Er ändert weder Kurs noch Geschwindigkeit. Deswegen habe ich es hier mit Zielen relativ leicht. Und da sehen wir schon im Hintergrund jede Menge weitere Ziele. Und da hat unser Zerstörer ihn mit einem Torpedo versenkt. Ja? Deswegen gleich Ziel gewechselt auf den nächsten, der halt auch da gerade stillsteht, weil er ja einen seiner Mitspieler gerammt hat, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, jedenfalls bietet er mir die Breitseite, steht still, also panzerbrechende Granaten und rein in die Zitadelle. Nochmal kurz geguckt, ob ich nicht selber irgendwo gegen eine Insel fahre. Da haben wir nämlich schon die Kollisionswarnung. Deswegen auch gleich Ruder gelegt. Und weil ich noch ungefähr weiß, den Abstand, sicherheitshalber nochmal gepeilt, dann zum Gegner hingedreht.
damit ich also nicht zu weit von meinen Leuten wegkomme. Und vom Gegner. Da haben wir einen Treffer gelandet. Und der steht da immer noch rum. Ich weiß nicht, ob der Bot da AFK ist oder was auch immer. Jedenfalls liegt er da einfach rum und lässt sich beschießen. Er schießt auch noch fleißig zurück und fügt mir da ziemlich einen Schaden zu. In der Annahme, dass dieser Kreuzer dann durch Brand letztendlich hoffentlich versenkt wird, kümmere ich mich erstmal um den anderen Kreuzer. Versuche den unter Feuer zu nehmen, schaue mich wieder mal um, weil ich hier ziemlich viel Schaden einstecke, beziehungsweise auch ziemlich heftig auf mich geschossen wird. Ja. Mal sehen, ob ich dann denke, immer wieder mal so ein bisschen Kurs und Geschwindigkeit zu ändern, damit ich nicht zu leicht zu treffen bin. Aber ich bin hier einfach jetzt im Blutrausch und bleib einfach in der Zoom-Ansicht auf diesem US-Kreuzer drauf. Autsch, der tat weh. Ja. Und zack, da haben wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Ich werde nur noch von einem Gegner beschossen. Und statt jetzt zu sagen, okay, jetzt sollen mal die anderen. Nee, versuche ich noch das letzte Schiff, was ich hier in Reichweite habe, zu versenken. Ja, immer schön auf die Breitseite rauf, dann mit panzerbrechenden Granaten. Irgendwie muss der doch zu kriegen sein. Aber ich hätte mich ehrlich gesagt doch aus dem Kinken bergen sollen. Denn wir werden gleich sehen hier, ne? Meine Gesundheit ist ziemlich runter. Ich kriege den zwar noch, aber... Aber ich glaube, ich werde noch ein letztes Mal. Genau, jetzt wäre es Zeit gewesen zu sagen, okay, tschüss Leute, ich ziehe mich zurück. Ja, aber nein, da schwimmt noch ein Gegner. Und den muss ich erstmal suchen. Und in der Zeit hat er natürlich Zeit, auf mich zu schießen. Und das ist... das wird sich letzten Endes noch als schwerer Fehler herausstellen. Weil... da kommt schon der letzte Treffer. Na? Mein letzter Treffer. Bumm. Da bin ich weg. Na? Da hätte ich mich also verziehen sollen. Ja, und das Hasenpanier ergreifen sollen aus der Schlacht. Und mich zurückziehen. Aber egal, wir haben gewonnen, obwohl ich versenkt wurde, schneide ich in der Teamwertung, glaube ich, recht gut ab. Ja, als Zweiter immerhin. Und dann schauen wir mal, wie mein Schießverhalten so war. Oh, das sieht ganz gut aus mit den Sprenggranaten. Eine Trefferrate von 2/3. Knapp, mehr als die Hälfte jedenfalls. Und auch von den panzerbrechenden Granaten haben über die Hälfte getroffen. Also gut geschossen.